Mir wurden im Internet einige Fragen gestellt. Und was hast du damit vor? Ich werde erstmal den ersten Teil beantworten, dann werde ich dem Kollegen mal eine Frage stellen. Wäre es okay, wenn ich zuhöre und mich ab und an einschalte, wenn es interessant wird? Ja? Okay, dann los. Wurde der Koran von Menschen aufgeschrieben? Ich würde sagen, ja. Und du, Pia? Ja. Wie lange wurde die Bibel von Menschen aufgeschrieben? Oh, du stellst auch Fragen. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Okay, gib mir eine Sekunde. Die ältesten biblischen Texte wären wahrscheinlich die Texte aus der Tora. Die wurden vor ein paar tausend Jahren angefangen und wurden immer mal wieder umgeschrieben, zum Beispiel in babylonischer Gefangenschaft. Einer der Gründe, warum Saul und David ihre Fehde mehrfach beenden müssen, damit das irgendwann wirklich ankommt bei der Bibel, dass das irgendwann geklappt hat. Aber was du wahrscheinlich meinst, ist, wie lange nach dem Tod von Jesus. Einige der ältesten christlichen Texte lassen sich auf das Jahr 50 bis 80 nach Christus zurückdatieren. Allerdings kann man davon ausgehen, dass ein Großteil der Evangelien aus anderen Quellen abgeschrieben hat. Zum Beispiel Markus und Lukas sind sehr stark von Matthäus und einer anderen Quelle beeinflusst worden. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass die ursprünglichen Texte auf Altaramäisch geschrieben wurden, dann in ein moderneres Hebräisch übersetzt werden mussten und dass die neuen Texte größtenteils in Griechisch und Latein verfasst wurden und das dann irgendwann auf einen gemeinsamen Kontext gebracht werden musste. Also, ja, viele Fehlerquellen. Was ich vielleicht auch erwähnen sollte, bei der Übersetzung ins Deutsche von Martin Luther wurden einige Wortbedeutungen geändert. Beispielsweise, wenn es um Homosexuelle geht, stand da eigentlich sonst im Grunde frei übersetzt so viel wie Perverse. Was sich im eigentlichen Kontext wahrscheinlich auf Kinderschänder bezog, weil es aber zur damaligen Zeit besser gepasst hat, auf Homosexuelle umgedeutet wurde. Das heißt, die Lutherbibel war die Übersetzung der lateinischen Zusammenfassung, die wiederum die Übersetzung mehrerer griechischer, lateinischer und hebräischer Sammeltexte war, von denen ein Großteil vorher auf Aramäisch geschrieben war. Ich würde keinem einzigen Wort glauben, was in diesem Buch steht. Viertens, wie lange nachdem Mohammed starb, hat es gedauert, bis der Koran erstmals komplett versunken wurde? Der lag schon in deinen Lebzeiten vor, Alhamdulillah, aber da bist du leider nicht so ganz richtig informiert. Nein, Pierre, der erste vollkommene schriftliche Koran wurde im dritten Sultanat angefertigt. Also circa 11 Jahre nach dem Tod von Mohammed und besteht zu einem Großteil aus Fetzen, die irgendwann jemand aufgeschrieben hat, wo dann gesagt wurde, die gehören dazu, aus Augenzeugenberichten und aus Hörensagen. Also würde ich da jetzt auch nicht unbedingt so viel drauf geben. In Johannes 20, 28 bis 19 hat Thomas, nachdem er Jesus berührt hatte, mit den Worten, mein Herr und mein Gott, gesagt. Hat er damit nicht gesagt, dass Jesus Gott ist? Masha'Allah, ich könnte das widerlegen, aber die Antwort ist ganz einfach. Wir glauben, dass die Bibel verfälscht ist. Die setzen aber voraus, dass wir davon ausgehen, dass die Bibel richtig ist. Also, du sagst, dass basierend auf den heiligen Schriften einer anderen Religion argumentierter Bullshit bei dir nicht ankommt, weil du glaubst, dass das Buch verfälscht ist. Würde ich das auf den Koran beziehen, würdest du mir dafür auf die Fresse hauen wollen, oder? Hat Gott nicht alle Sprachen geschaffen? Gott hat alle Sprachen geschaffen. Warum müssen die Gebete dann in Arabisch gesprochen werden? Weil Gott das befohlen hat. Also willst du mir damit sagen, dass sich dein allmächtiger, allwissender Gott benimmt wie eine kleine Teenie-Fotze? Dann, wenn Jesus nicht von den Toten auferstand, wo haben dann seine Jünger den Befehl, das Evangelium aller Welt zu verkünden? Ja, wir gehen davon aus, wir Muslime glauben, dass die Bibel verfälscht ist. Ich habe den Teil einfach mal drin gelassen, falls ihr euch fragt, wie rund 80% der nicht gezeigten Fragen beantwortet werden. Das Schöne ist, wir wissen alle, wenn jemand dasselbe den Koran sagen würde, würde Pierre Vogel rumzicken, weil laut seiner Meinung der Koran ja total richtig und wissenschaftlich bewiesen und Und wie hätte das Originalevangelium ausgesehen? Das ist eine sehr interessante Frage. Eines der ältesten Evangelien ist das Thomas-Evangelium, ist zwar ein Apokryphen, hat aber interessanterweise Ansätze von koptischen und gnostischen Christentum. Also wäre das erste Evangelium wahrscheinlich irgendeine Mischart aus den frühesten christlichen Sekten, weil damals noch viele Ideen in der Gegend rumgepasst wurden und viele verschiedene Ideen mit einbezogen hätten werden müssen. Was meinst du, Pierre? Das Originalevangelium hätte keinen Widerspruch zur Glaubenslehre des Islam. Also ist deine Methode, um objektiv festzustellen, ob etwas wahr ist, dass es mit deinen Glaubensansichten übereinstimmt. Es gibt ein Lied dazu. Wie ging das noch gleich? Ach ja, die Fahne hoch. Allah hat 99 Namen. Wer hat sie ihm gegeben? Gott hat sie sich selber gegeben. Wenn man die muslimische Mythologie beiseite lässt, sind viele der Namen entweder Namen oder Titel von lokalen oder überregionalen Gottheiten aus Mekka.
Wer hat das Evangelium, von dem Mohammed hier spricht, aufgeschrieben? Keine Ahnung. Also Pierre, ganz ehrlich, ich kapiere dich nicht. Du gehst zu 1000% davon aus, dass der Koran nicht verfälscht ist. Du hast keinen Schnall, wer das Ding aufgeschrieben hat, aber bist dir tausendprozentig sicher, dass weder Mohammed noch der Typ, beziehungsweise die Typen, die es aufgeschrieben haben, noch die Typen, die es am Ende zusammensortiert haben, irgendwelche Fehler gemacht haben können? Bist dir aber gleichzeitig tausendprozentig sicher, dass die Bibel schwachsinnig ist, weil die Fehler hat? Eben weil zwischendrin Sachen sind, wo keiner weiß, was passiert ist. Lebst du einfach gerne in deiner kleinen eigenen Welt? Oder könnte passieren, was auch immer wollte, und du würdest deine Meinung nicht ändern, selbst wenn man dir beweist, dass du Scheiße laberst? Aber du weißt ja auch nicht, wer das Evangelium aufgeschrieben hat, was du jetzt hast, weil die ältesten Manuskripte sind ja aus dem 4. Jahrhundert nach Christus. Pierre, wieso sitzt du den ganzen Abend mit einem Grinsen in der Fresse, weil dir ein Vollidiot Fragen stellt, die Google hätte beantworten können? Aber wenn es wirklich darum geht, Fragen zu beantworten, bist du selber zu blöd, um zu googeln. Was du hier gerade gelabert hast, ist Schwachsinn. Die Texte wurden im 4. Jahrhundert kanonisiert. Die Texte an und für sich sind deutlich älter. Ab dem 1. Jahrhundert aufwärts bis zum 4. Jahrhundert. Und noch etwas. In der Bibel werden viele als Messias benannt. Nur natürlich in den Übersetzungen findet man das nicht, weil die Übersetzung wird immer, wenn man denkt, dass es eine Voraussage auf Jesus ist, dann wird es als Messias übersetzt im Alten Testament. Und wenn man denkt, dass es auf einen anderen zuspricht als Jesus oder wenn ein anderer damit bezeichnet wird als Messias, dann nennt man es ganz einfach der Gesalbte. Was wenig Sinn macht, weil Christus so viel heißt wie der Gesalbte. Aber ja, es gibt viel Schwachsinn in der Bibel, der komisch übersetzt wurde. Übrigens, lustige Geschichte. In einem der vier Evangelien reitet Jesus auf zwei Eseln in eine Stadt ein. Das basiert darauf, dass die Schreiber von einer falschen griechischen Übersetzung ausgegangen sind. Im Original Hebräischen heißt es, der Messias ritt in die Stadt ein auf einem Esel, dem Sohn eines Esels. Was im Griechischen fehlerhaft oder zweideutig übersetzt wurde, und die Schreiber des Evangeliums dachten, es ginge um zwei Esel. Okay, da fragen wir, kann Allah, wir sagen, Allah ist allmächtig und die Frage ist ja nicht, was er kann, sondern was er gemacht hat. Und der Koran sagt uns ganz deutlich, dass Allah ein und derselbe ist und sich nicht teilt und in alle anderen reingeht, weil dann könnten wir von Allah allerhand Absurdes erwarten. Da könnten wir zum Beispiel sagen, kann Allah nicht dumm in der Schule sein und gleichzeitig allwissend sein? Ja, Pierre, das nennt sich ein Paradoxon. Das ist eines der besten Argumente gegen die Allmacht. Allerdings würde das deinen kleinen christlichen Freund, der die Fragen stellt, auch kreuzweise in den Arsch ficken. Von daher habe ich keine Ahnung, warum er sowas überhaupt fragt. Ich will jetzt damit sagen, ja, es sind ja Sachen falsch abgeschrieben worden. Das Problem ist nur, wenn die Manuskripte nicht mehr vorhanden sind und es falsch abgeschrieben worden, weil dann können wir nicht mehr gucken, was richtig ist. Ja, Pierre, du merkst, wie das auch ein Problem für den Koran ist, oder? Also der Originalkoran war ja laut dir in Mohammeds Kopf. Und solange Mohammeds Gehirn nicht irgendwo abrufbar Daten gespeichert hat, fehlt das Originalmanuskript. Also ist es vollkommen möglich, dass in den 11 Jahren, in denen Stille Post gespielt wurde, das Zeug dann zusammengesucht und dann aufgeschrieben wurde, irgendwo ein Fehler passiert ist. Oder ignorierst du die Möglichkeit bei Sachen, die dir gefallen, aber benutzt das Argument gegen Sachen, die dir nicht gefallen? Oder hast du irgendeine Begründung, warum du hier mit zwei Standards misst? Und genauso wurden Stellen an Prophet Mohammed offenbart als koranische Offenbarung. Das heißt, koranische Offenbarung im Sinne, dass Gott diese Worte gesprochen hat, aber diese Worte waren von vornherein nicht dazu gedacht, dass sie in die Mushaf hineinkommen. Du eiter verkrusteter Hodensack eines impotenten Flusskrebses auf Crack. Das ist ein Pseudo-Argument, das jeder benutzen kann. Und ich meine jeder, 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 jeder. Ein Christ kann sagen, ja, die Bibel wurde verfälscht, aber die verfälschten und widersprüchlichen Teile wurden von Gott von vornherein als unwichtig betrachtet. Fertig. Ist das wieder eine von den Sachen, die jeder benutzen könnte, aber die nur du benutzen darfst, weil es bei anderen doof wäre, aber bei dir selber nicht? Weißt du, ich habe von deinem Schwachsinn genug erstmal. Ich gehe jetzt in aller Ruhe baden, lass ein paar Duftkerzen dabei an und entspann mich bei ein wenig Death Metal. Du kannst weiter mit deinem kleinen christlichen Brieffreund flirten, hoffentlich entwickelt sich da was Schönes. Und ja, wir sehen es beim nächsten Mal wieder.